Ich habe 2010 in einer Produktion von Gundula mitgewirkt, als Musiker, als kleine Randfigur. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht. Gundula hat damals in Görlitz am Theater als Ballettmeisterin gearbeitet und Choreografin und hat dort eine ganz spannende Inszenierung gemacht, Via Cassandra, so der Titel des Stücks damals. Und mich hat das so fasziniert, die Sprache von ihr, die Bilder, in denen sie Dinge ausdrückt, dass ich unbedingt mit ihr zusammenarbeiten wollte. Also es kommen ganz verschiedene Elemente in der Inszenierung zum Tragen. Da es ein Oratorium ist, natürlich mit Gesang und Orchester. Aber als zusätzliches Element eben auch Tanz. Und als weiteres zusätzliches Element noch Video. Und wir haben sogar Musiken benutzt, die nicht zum Oratorium gehören, um es nochmal von der anderen Seite nochmal weiter aufzubrechen. Ein Mittel noch, was vielleicht doch wichtig wäre, was auch die Verknüpfung zum Chor und dem Ballett ist, ist Gebärdensprache. Wir haben verschiedene Worte aus dem Stück genommen und in Gebärdensprache übersetzt. Das mag dann für den Großteil natürlich nur wie Bewegung sein. Es ist aber unser Subtext, dass wir wissen, was eine Bewegung auch bedeutet. Ich würde sagen, ich versuche eine Sprache zu finden, die einen Körper erlebbar macht. Sagen wir mal so. Und eigentlich auch in meinen anderen Produktionen nutze ich dafür, was geht. Ne? Also ich habe nicht den einen so Stil, der jetzt genau sich jetzt in der Kategorie modern oder zeitgenössisch bewegt, sondern eine Mischung aus gängigen Bewegungen in der Tanzsprache, die man kennt, die aber durch den Körper und im Zusammenspiel mit der Musik natürlich ihren eigenen Ausdruck sucht. Teilweise sind es, glaube ich, relativ klare Aussagen, teilweise wird eine Gruppenkonstellation eine Eigendynamik entwickeln und teilweise haben wir es auch zusammen entwickelt, mit den, was ich immer sehr spannend finde, ne? Also mit den Tänzern zusammen eine Bewegungssprache zu finden im Kontext zu dem, was da erzählt werden soll. Es ist trotzdem ein sehr energetisches Stück. Also ich würde es jetzt nicht mit bedrückend umschreiben, sondern mit einer hohen Energie. Das ist einfach ein Stück Leben, was wir zeigen, was tagtäglich, alltäglich uns betrifft, was mit uns anstellt. Und das bleibt offen jetzt, wie der Zuschauer dann natürlich das für sich mitnimmt und rausgeht.